Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Two Crowns. Ich hatte gerade noch leichte Probleme mit... Gib mir mein Geld bitte wieder, danke. Mit dem Starten der Aufnahme. Weil mir OBS gerade die ganze Zeit sagen wollte, ne? Naja, kenne ich nicht als Spiel. Ich baue mal hier eben noch ein Türmchen hin, weil wir haben ja gar keins, ist mir dann aufgefallen. Dementsprechend bauen wir nochmal kurz eins aus. Die werden dann drüben ja wohl ohne mich klarkommen, oder? Ich habe dir noch gar kein Geld gegeben. Fuck. Die kommen nicht ohne die klar. Also die kommen nicht ohne mich klar, so rum. Servus, Freunde. Nimm mein Geld. Nehmen sie nicht mehr, gut. Kann ich mit leben. Ich muss jetzt gerade hoffen, dass einer von denen noch Geld hat. Genau, danke. Noch ein bisschen mehr, Leute. Weil ich hätte den schon noch gerne auf die nächste Stufe ausgebaut, bin ich ehrlich. Ne? Okay. Dann haben wir wenigstens einen Doppel, also einen hohen Turm. Der bringt uns zwar exakt gar nichts mehr, aber haben es ja besser als brauchen. Der Gaul ist schon wieder erschöpft. Ich habe es eben nicht gesehen und noch nicht gehört. Ich glaube auch einfach, dass das eben noch nicht war, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Wir müssen mal gucken, welche Zeit die brauchen, um wieder... das Portal im Fels zu erneuern, beziehungsweise in welchem Zeitabstand das neu kommt. Denn jetzt gerade sollte es ja weg sein, das heißt, wir können nur einen Angriff von links erwarten. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Okay. Die haben es nicht geschafft. Das ist ärgerlich. Ich habe alles getan, um euch zu schützen. Könnt ihr nicht einfach rennen, ihr Vollidioten? Oh Gott, ich hasse es. Nee, wir schießen noch nebenbei nach hinten. Kackaffen. Na, ihr solltet das schaffen. Wie kann es sein, dass sie so schnell gestorben sind, Alter? Drüben haben die ewig durchgehalten. Alter, jetzt ist dieser Kack-Gaul schon wieder müde. Gott, ich brauche neues Geld und muss neue Leute holen. Drecksviecher. Merke, nicht alleine losziehen lassen. Ich dachte, ja, komm, das schaffen die ja wohl. Am Arsch. Die Räuber. Das ist doch Kacke, ey. Sehr schön. Die haben gleich ausgebaut. Beziehungsweise gleich die Leute zurückgeholt. Hallo. Gehst du bitte? Danke. Meine Güte. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich Kingdom und Kingdom Classic... Kingdom... Two Crowns und Kingdom Classic nicht durcheinander bringe vom Dingens her. In Kingdom Classic kannst du... einige Sachen nicht, die du hier kannst. Also ich weiß zum Beispiel, in Kingdom Classic kannst du nicht einen Baum abbauen. Dieser verkackte Gaul, ne? Gut. Das ist ja echt nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Ich werde mal nach dem Part gucken, wann ich das Portal abgerissen habe und zwischendurch mal gucken, ob es wieder da ist. Ich denke mal, es wird so ein paar Tage dauern, bis es wieder da ist. Aber ich habe halt auch keine Ahnung, wie lange. Also ich denke jetzt nicht, dass es 2 Monate dauert. Aber ich hätte es mal so mit 5 bis 7 Tagen gerechnet. Könnt ihr mir nicht mal ein bisschen Geld geben, Leute? Wir nehmen echt gar kein Geld, okay. Und hier kommen noch mehr von uns. Okay, kommt da noch einer? Junge, da kommt noch einer, ey.
Raus, zurück ins Lager, du Penner. Gibst du mir wohl mein Geld zurück? Idioten, ey. Ja, danke. Meine Fresse, weil dann kriegt der das hier noch. Dann habe ich noch mal ein paar neue Leute. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Bögen bereit, wie die Leute jetzt wieder da sind. Aber jetzt hadern wir halt auch ein bisschen mit dem Geld. Gut, wir sind hier halt vorgerückt und haben hier nicht mehr so eine große Ausbeute, ne? Sollten wir jetzt aber rechts wieder haben, oder? Oder hatten wir rechts direkt ein Lager? Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, wir hatten rechts direkt ein Lager, ne? Ich meine, ich könnte mal ein bisschen Geld bei unserem Vogt holen, ne? So ist er nicht. Warum hast du 3 Geld? Gib her. Die gehen mir so auf Eier, Alter. Okay, dem schon mal ein bisschen Geld in die Tasche gedrückt. Kann natürlich sein, dass die überhaupt nicht voll waren, was natürlich nicht so gut wäre. Aber durchaus eine Möglichkeit ist. Gibst du mir Geld? Nein, hier haben wir auch wieder 2. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben gerade so viele Leute, die nicht mal fertig sind. Weiß ich gar nicht. Ich habe nicht mal mehr eine Münze, um hinzureisen, ne? Ne. Dann müssen wir kurz laufen. Kurz laufen ist mit dem Gaul auch immer so ein Thema. Kurz ist da eigentlich gar nichts, außer seine Ausdauer. Die ist sehr kurz. Okay, ungünstigerweise scheint das Portal schon wieder zu stehen. Ja, komm, friss. Wir gehen mal nach rechts. Und gucken mal kurz, ob das Portal schon wieder steht, weil das wären dann irgendwie so 2,5, 3 Nächte gewesen. Das heißt, man müsste das ständig angreifen. Das wäre natürlich unschön, bin ich ehrlich. Nö, steht nicht wieder. Okay, spannend. Vielleicht kamen deshalb ja auch nur so wenige, in Anführungsstrichen. Wie kann ich jetzt eine Münze verloren haben, Alter? Okay. Jutti, ich hätte noch Dingens ausgeben sollen, ne? Warum sind hier Tote dabei? Habe ich schon wieder Leute verloren? Dass man nur 4 vorbereiten kann, ist echt kacke. Weil wir haben jetzt schon wieder 2 Leute über quasi. Komm, Fries. So. Schönes Wetter gerade übrigens. Bisschen Nebel, bisschen regnerisch, aber sehr klare Sicht. So, ihr seid zufrieden, ja? Gut, dann gehen wir morgen angreifen. Dann gehen wir morgen angreifen. Morgen bei Tagesanbruch. Achso, und so lange könnten wir nochmal ausbauen, ne? Ich wollte ja gerne noch ein bisschen ausbauen. Könnte auch noch ein zweiter dazu kommen? Nein? Ach doch, sind 2. Okay, habe ich nicht gesehen. Meine Güte. Bin schon ein bisschen müde, der Part hier. Wird relativ spät aufgenommen. Muss ja morgen dann auch pünktlich kommen.
Komm, mach fertig den Puff. Ich wüsste echt gern, was die Mine hier links sein soll. Mach ich morgen. Komm, mach ich morgen. Ich glaube, das Problem ist wieder, dass die zu weit hier rauslaufen. Und dann schon Gegner kommen und die es dann nicht zurückschaffen. Komm, wir laufen. Okay. Wir laufen mal, glaube ich, kurz zurück, oder? Müsste ich wahrscheinlich nicht mal. Also ich würde halt gerne noch mal ein paar Bögen hinstellen. Und ich muss unbedingt mal ausprobieren, was das hier ist. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Aha. Okay, ich glaube, es ist tatsächlich einfach Sprengfässer. Kann das? Es ist ein Feuerfass, Junge. Okay, krass. Gut. Gut zu wissen. Werden wir hoffentlich nicht so bald brauchen. Wobei, ich glaube, ich werde da mal ein paar hinstellen, wenn wieder Blood Moon ist und sowas. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum wir drüben keinen Katapult bauen können. Das begreife ich noch nicht ganz. Aber okay. Das könnte natürlich was damit zu tun haben, dass wir hinten keine Steinwand haben. Aber ich glaube, wir haben hinten inzwischen Steinwand, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Muss ich mal überprüfen. So, ich glaube, hier laufen auch gerade 4 Leute hin. Dementsprechend sollte das erstmal wieder reichen. Die nehmen die Nummer 3. Da kam nämlich gerade der dritte. Und irgendwo sollte hier dann die vierte sein, oder? Komm, friss. Wenn man nicht durchgehend rennt, geht's tatsächlich. Aber wenn man dann mal durchgehend rennt, ist es schon richtig kacke. Ja, kannst behalten. Hier ist der vierte. So, Freunde, Angriff. Ne, pass auf. Besser 2 Leute auf dem Turm und ich kann ein bisschen Geld für unsere Jungs ausgeben. Ich glaube, das ist sinnvoller. Als, ja, guck, der braucht nämlich zum Beispiel eine Heilung. Das ist gar nicht mal so gut. Okay, die haben alles. Ich hoffe, wir überleben den Angriff. Wir haben eben einen Angriff inklusive einer Welle von Gegnern überlebt, ja? Ist lächerlich, dass wir das hier eben nicht überlebt haben. Ich glaube aber, die sind hier wieder ein bisschen dümmer geworden, also ungefähr so wie in Kingdom Classic. Weil hier halt auch noch direkt Gegner, die aus dem Portal kommen, dich töten. Weil die anfangen wegzulaufen, während du eigentlich noch kämpfst. Das ist halt schon Klasse 10 von 10 dumm. Oh, das ist sogar noch kaputt. Okay, schön. Knallt sie weg! Die Mistviecher! Macht nichts, wenn ihr sie auch trefft. Also nebenbei das Portal zerstört, ne? Aber gefühlt schießen die weniger auf das Portal als auf die Gegner. Das war in den anderen Teilen halt anders. Da haben die Gegner halt, also da haben sich die Bogenschützen nur auf das Portal konzentriert und zufällig vielleicht mal einen Gegner halt gemacht. Und hier kommen ja so richtig Gegnerwellen.
Und die töten die Gegner gezielt. Problem ist, ich glaube, sobald das Portal kaputt ist, konzentrieren die sich nur noch aufs Wegkommen und nicht auf die Gegner. Das heißt, jetzt kommt nochmal eine Gegnerwelle, gleich ist das Portal kaputt. Okay, vielleicht schaffen sie es dieses Mal ein bisschen anständig. Aber ich schätze mal, das Portal geht kaputt. Ne, es kommt keine Gegnerwelle direkt, okay. Okay, die gehen auch rückwärts weg, das ist cool. Das heißt, wir haben jetzt nur noch das Endportal auf dem Steg, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Und ich habe schon wieder Hunger. Also der Gaul. Nicht ich. Jetzt ist ja die Frage, kommen die uns hinterher oder nicht? Ich hoffe ja nicht. Ehrlich gesagt. Ich weiß auch noch nicht ganz, ob ich jetzt hier den kompletten Wald wegschnetzeln soll. Eigentlich sehe ich das nicht. Eigentlich will ich ins nächste Land. Schauen wir mal. Achso, ist der Gaul. Ich wollte gerade sagen, was kann ich in dieser Laterne denn machen? Die sah gerade so ein bisschen komisch aus für mich. Hey, willst du mitkommen? Danke. Ich hatte gerade kurz Angst, dass er den scheiß Dingens abbauen. Na kommt, Gäule. Ich glaube, ihr werdet nicht mal abgeknallt jetzt. Okay, ich würde erwarten, dass morgen hier nochmal abgeht. Dementsprechend würde ich jetzt schon sagen, wir greifen an. Vollgas. Wir sind ja noch voll geheilt. Und machen das letzte Portal kaputt. Und ich schicke in der Zwischenzeit mal die los und lasse hier den Wald hier abholzen. Weil theoretisch kann da nachher keiner mehr kommen. Ne, weil wer soll's machen? Also for real, wer soll uns hier noch angreifen? Schauen wir mal, ich dachte ehrlich gesagt, wir hätten ein Portal schon vorher kaputt gemacht, aber das gibt's scheinbar nicht mehr irgendwie. Bin ich mir jetzt unsicher. Muss ich mal beim nächsten Mal schauen. Kann natürlich auch sein, dass wenn man die Portale nicht rechtzeitig baut, bevor man nächstes kaputt macht, man kein Portal mehr kriegt zum Herstellen. Schauen wir mal, was wir hier jetzt kriegen. So. Guten Tag, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht so ein Problem, das scheiß Portal kaputt zu machen. Weil ich hätte schon gerne das einmal weggemacht. Mhm, okay, die sind auf jeden Fall ganz schön stark. Wir haben ja noch nie so eins weggemacht, dementsprechend weiß ich auch nicht, was auf uns zukommt. Okay, es tötet auf jeden Fall seine eigenen Viechers. Lass mich raten, das hinterste können wir nicht wegmachen, den hintersten Baum. Weil, Gründe. Ich habe ein bisschen Geld geholt, um die notfalls hier noch ein bisschen auszustatten. Junge, machen die uns fertig hier gerade? Das ist ja unschön. Ne, die können wir nicht. Schade. Okay, das sind die letzten zwei Coins, die ich habe. Vieh frisst sich schon mal voll, für den Fall, dass wir gleich einen Abgang machen müssen. Ich denke nämlich, das wird kommen.
Wir werden jetzt nämlich nie mehr so viel HP haben. Das waren auf jeden Fall 2 Coins. Danke. Achso, den hättest du gleich da liegen lassen können. Mhm, das könnte jetzt nämlich hart eng werden. Ja, ab da. Gut. Das Portal wird kleiner, oder? Kann das? Ja, täuscht das. Ich glaube, es täuscht. Ich glaube tatsächlich, das täuscht. Problem ist, die fliegen jetzt schon, weil einer tot ist. Danke, das war schon mal gut. Aber wir haben ja halt nur noch 3 Leute, die gerade kämpfen. Das ist jetzt nicht so... Wir haben keinen mehr, der kämpft. Okay, Freunde, abhauen ist angesagt, ne? Nicht hier rumpimmeln, abhauen. Hallo? Mögt ihr euch mal mir anschließen? Der Gaul ist jetzt schon außer Atem. Scheiße. Das war kacke. Also for real, ich bin halt 2 Meter geritten. Gut, dann müssen wir das Ganze morgen machen. Und hoffen, dass wir da ein bisschen besser wegkommen. Bin ich realistisch? Ich muss mal eben rübergehen zur anderen Seite und hoffen, dass die da auch ein bisschen Geld gesammelt haben. Nach 2 Nächten, die wir quasi nur gekämpft haben, na, Geld ein bisschen wenig. Ach komm, leck mich im Arschloch, ey. Friss halt was. Du hast ansonsten kein Geld, okay, schade. Das heißt, auf jeden Fall, ich muss wieder 2 Ritter machen und ich hoffe, wir schaffen es am Anfang des nächsten Parts dann nochmal zuzuschlagen. Hast du Geld? Ja. Ja. Hast du Geld? Nein. Ich hoffe, ich kann mir jetzt überhaupt 2 Schilde leisten, Alter. Nein, kann ich nicht, tatsächlich. Und ich möchte mir auch kein Geld von ihm jetzt gerade leihen. Aber die leihen mir ein bisschen Geld, das ist hervorragend. So, und dann bauen wir noch ein paar Bögen. Dann reisen wir... Nee, gar nicht wahr. Das bringt's ja gar nicht. Ich bin übrigens gleich den Partner, also ich weiß, dass er schon ein bisschen überzogen ist. Ah, guck mal, hier hat ein bisschen Geld. Aber ich will wenigstens noch Geld holen heute. Eieieiei. Das hätte besser laufen können, bin ich ehrlich. Das hätte viel besser laufen können. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, noch rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!